poor old man. Kompliment. Ich sollte längst bei meiner Truppe sein. Sind Sie sicher, dass der Führer mich noch braucht? Austrinken. Führerbefehl. Sie haben heute großen Eindruck gemacht auf den Führer. Aber Sie glauben nicht, dass Steiner morgen angreift, habe ich recht. Ich bezweifle allerdings, dass Steiners Verbände für einen Angriff ausreichend sind. Aber was erzähle ich Ihnen das, meine Herren? Das wissen Sie doch besser als ich. Wenn Steiner nicht angreift, ist Berlin verloren. Ich gratuliere, Ihr Vortrag hat den Führer beeindruckt. Er ernennt Sie zum Kommandanten der Verteidigung von Berlin. Es wäre besser, er hätte befohlen, mich zu erschießen. Dann ginge dieser Kelch an mir vorüber. Wo kommen die denn her? Kreuzsturm! Heute Nachmittag zugeteilt! Was? Die sollen raus da aus der Schusslinie! Ich sehe sofort, dass sie da rauskommen! Das ist doch Wahnsinn! Ich kläre das! Oktav, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Achtung! Sagt Fräulein Ilse, die Kinder sollen nicht zu viel Spielzeug mitnehmen. Eins für jedes reicht. Und nicht unnötig viel Nachtgewand, das ist jetzt nicht mehr nötig. Bis gleich. Herr Minister. Frau Junge, nachher kommt meine Frau mit den Kindern. Bitte seien Sie so gut und nehmen Sie meine Familie in Empfang. Ich danke Ihnen. Brigadeführer, was kann ich für Sie tun? Herr Minister, die Russen schießen ihre Männer vom Volkssturm ab wie die Hasen. Diese Männer haben weder Erfahrung im Häuserkampf noch geeignete Waffen. Was diesen Männern an Kampferfahrung und Waffen fehlt, gleichen sie aus mit ihrem glühenden, bedingungslosen Glauben an den Endsieg. Herr Minister, wenn Sie diese Männer nicht bewaffnen können, dann können sie nicht kämpfen. Sie sterben sinnlos. Ich kann kein Mitgefühl empfinden. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden! Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Ja, das mag für manche Leute eine Überraschung sein. Geben Sie sich keine Illusionen hin. Wir haben das deutsche Volk ja nicht gezwungen. Es hat uns selbst beauftragt. Jetzt wird Ihnen eben das Hälschen durchgeschnitten. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ah, Monke, Sie sind da. Mein Führer? Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Führer nicht im Ernst gesagt haben, dass er sie erschießen will. Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten. Ich verbitte mir diesen Ton.